Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, blöde. Ihr grabt aber auch wenigstens fleißig. Na, entfernt doch mal hier die Stufen. Ah ja. Wir werden also viel noch dazu tun haben, bis wir den Berg abgetragen haben. Unsere Leute sind hier groß bei der Arbeit. Du läufst übrigens immer noch mit Steinen herum. Ja, Eisen haben wir genug und Glas müssten wir auch mittlerweile genug haben. Ja, da bist du für verantwortlich, dass das Glas auch mal eingelagert wird. Und ja, ihr beide, ihr drei mit dem Gras, So. Nö. Ablegen bitte. Danke. Das sieht hier alles so schön geordnet und ordentlich aus eigentlich. Ach komm, was soll's. Bauen wir hier noch zwei Lager für Glas, Gras hin. So. Ihr beide könnt euer Holz noch ruhig da abliefern. Nein, du. Was zur Hölle macht die hier? Jetzt hast du einen Eisenbarren zu viel. Deponier den mal dort. Ihr könntet immer auch aufhören, mit den Pflanzen in der Gegend rumzurennen. Das Problem ist wirklich, sie sammeln da Gras. Sind allerdings noch nicht voll. Brechen dann aber ihre Arbeit ab. Um andere Arbeit nachzugehen, bevor sie volles Gras gesammelt haben.
Deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir geben eine Grasbaustelle, beschränken die auf das. Setzen die auf ein Minimum und lassen nur Dichter arbeiten. So, dann verschieben wir die. Machen sie ein kleines bisschen größer. Und löschen sie. So. So, dann können wir auch die beiden Treppen abreißen. Du bist voll, du solltest jetzt eigentlich gehen abladen. Ja, so gefällt mir das. So sind alle auch schön viele Rohstoffe. Den Bauauftrag hier will jedoch keiner machen. Können wir da nicht einfach jemanden dazu zwingen? Wie dich? Die können wir nicht abreißen, weil sie in der Luft schweben. Ja. Naja, egal. Das Loch da soll uns auch hier nicht so traktieren. Wir wollen ja eigentlich eher hier oben den Berg abtragen. Ich finde es irgendwie toll, dass das Ganze hier unterschiedliche Strukturen hat. Auch hier in der Wüste. Haben uns ja eine Wüstenmap ausgesucht. Und das hier sieht aus wie so ein kleiner Meteoriteneinschlag. Also ja, da sich seit der letzten Aufnahmesession vor einer Woche keiner mehr gemeldet hat, werde ich einfach mal die Burg so bauen, wie ich denke, dass es am besten ist. Und wir versuchen mal ein bisschen rumzuexperimentieren, wie wir Rundungen in unsere Türme kriegen. Der Gedanke war gut zuerst, aber noch nicht ganz. Ja, ich glaube, ganz rund können wir eh nicht bauen. Außer so einen Kreis.
Dafür gibt es ja sogar die halbrunden Dinger hier. Und die leicht gerundeten. Gibt's auch noch. Also ja, ich denke einen ganz runden Turm werden wir nicht hinkriegen. Eher so abgerundete Türme, weil wir können nicht wirklich rund bauen. Wir können nur pseudo-rund bauen. Würde aber halt aufs selbe hinauslaufen. Ne, wirklich rund ist das nicht. Also weg mit dem Bauauftrag, her mit unserem neuen Mitarbeiter. Hä, warum grabt ihr nicht mehr? Oh, weil wir schwefelvoll sind. Also weg mit dem Schwefel. Das war doch der Steinbruch, ja. Den Steinbruch löschen. Ah, jetzt haben sie es begriffen. Gut. Stehen sie da doof rum? Okay, wenn ich alles wegnehme, dann graben sie. Sie graben, wenn ich Eisen wegnehme. Wo ist da die Logik? Na gut, dann lassen wir sie so graben. Das ist halt auch irgendwie noch immer verbuggt ein bisschen. Deswegen lassen wir sie einfach mal so arbeiten. Ich meine, Schwefel ist jetzt voll. Eisen haben wir eigentlich auch schon ziemlich genug. Für den Augenblick. Wir wollen ja eh kein Militär oder so wirklich, jedenfalls am Anfang nicht haben. Naja. Ich hätte eigentlich mal schwören können, es gibt einen... Ach, Bodenformung, genau.
Und das war das, was ich gesucht habe. Das ist wohl die maximale Größe für die Bodenformung. Wie sieht es mit dem Steinbruch aus? Kann ich auch nicht viel größer machen. So, den Steinbruch können wir abreißen. So, dann nehmen wir mal Bodenformung und fangen an, hier den Berg abzutragen.